voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres kleinen, feuchtfröhlichen Presse-Podcasts voll in die Presse. Heute sind wir einmal mehr mit einer Dyskalkulie unterwegs. Drei Mitstreiter unseres literarischen Quartetts. Zu meiner Linken den allseits berüchtigten Denker und Lenker Herrn Sammer. Opase. Und zu meiner Rechten auch heute wieder die Bescheidenheit in Person, der gute Karl-Heinz Ballermann. Schön, dass ich hier bin. Wunderbar. Herzlich willkommen im Benanza-Bus. Auch heute wieder. Es ist immer noch scheiß Wetter draußen, aber die Stimmung ist großartig, was auch daran liegt, dass wir uns hier wieder neben den Pressethemen natürlich auch die ein oder andere Köstlichkeit reinlöten wollen. Ich muss nur, bevor ich das mache, noch zwei Dinge ganz kurz erwähnen. Zum einen Dyskalkulie, ich reite ständig darauf rum, aber wir sind damit nicht alleine. Ich habe im Internet einen sehr schönen Schnipsel gefunden, wo in einem Hallenturnier in Oldenburg, das ist ja dir durchaus vertraut, da wurden Lollis angeboten und zwar als absolutes Schnäppchen ein Lolli 30 Cent und dann Angebot für euch, drei Lollis 1 Euro. Das werde ich, wenn ich den Post finde, dann werde ich das auch noch verlinken. Egal. Das fand ich sehr geil, dieses Foto. Da muss man einfach zugreifen. Und das andere, was ich noch erwähnen wollte, weil wir heute wieder unseren Herrn Sammer hier dabei haben. Du hast ja vor Weihnachten dieses wunderbare Spiel Kacke-Alarm uns hier sozusagen vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gekauft oder schon mal gespielt hat seitdem. Nein, eher nicht. Nein. Aber witzigerweise war das bei uns totales Thema in der über Weihnachten, weil jeder hatte anscheinend von diesem Spiel gehört und hat das diskutiert zu Hause. Und es war eigentlich eher positiv, ja. Also im Grunde genommen hätte es, glaube ich, jeder gerne gehabt in dem Moment und gespielt. Ja, genau. Und weil das so ist, bin ich auch tatsächlich in die Spielzeugabteilung gegangen und habe geguckt, ob ich das irgendwo finde. Ich habe es nicht gefunden. Weil du so blind bist. Ja, weil ich so blind bin. Und habe aber stattdessen ein anderes tolles Spiel gefunden. Und zwar heißt das Pipi-Alarm oder sowas ähnlich. Ich habe jetzt meinen Zettel. Ich suche hier die ganze Zeit schon meinen Zettel. So eine Scheiße, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich hatte mir das auf den Zettel geschrieben. Jedenfalls ist der neueste Gag Pipi-Power oder irgendwie sowas aus demselben Hause mit dem Untertitel bei welcher Spülung spritzt es am meisten? Ich finde, das ist so ein Spiel, was man auch sich unbedingt zulegen sollte, wenn man denn auf solche Art Spiele steht. Aber wer viel Pipi macht, hat auch vorher viel getrunken. Was haben wir denn heute für Getränke hier am Start? Oh, ich hab was. Darf ich anfangen? Selbstverständlich. Ja, ich habe was Schönes im Angebot. Ich dachte ja, Jahreswechsel. Ist ja viel die Rede von Umweltschutz, aber auch Verantwortung bei Nahrungsmitteln und eben auch der Umfang dessen, was so weggeschmissen wird. Da dachte ich mir, ach komm, da gehst du mal bei uns bei der Arbeit in den Kühlschrank. Der ist nämlich bekannt dafür, dass man seit Jahren die Dinge darin verrotten lässt und guckst mal, was da Schönes an Getränken ist. Vielleicht ist da was Schönes für uns dabei. Und in der Tat, es ist was ganz Feines für uns dabei. Ich habe euch drei Leckereien mitgebracht. Und natürlich abgelaufen, richtig? Ja, das war natürlich die Grundvoraussetzung. Also oder ist ja schon so abgelaufen, dass die Flasche sich zusammengezogen hat. Das müssen wir noch genauer beschreiben. Also ich habe hier einmal eine Flasche Flying Power. Ja, so eine Plastikflasche, die abgelaufen ist am 28.02.2016. Ach du Scheiße. Unberührt in unserem schönen Kühlschrank. Ballermann. Die hat sich halt schön zusammengezogen. Ich glaube, wenn wir heute zumindest mal eine Geruchsprobe hinkriegen, das wäre was Feines. Ne? Also ja, dann lasse ich mich drauf ein. Das ist schon schön. Ja. Was soll man auch von so jemandem aus dem Norden, der irgendwie jeden Tag Lapskaus frisst, erwarten? Alles, was über 60 Grad erhitzt ist, hat im Grunde genommen nichts mehr zu schaffen mit mit Kotzeritis. So, dann habe ich euch noch was Schönes mitgebracht, und zwar einen Apfelsaft von Rewe, abgelaufen am 23.06.2017 aus unserem Kühlschrank. Aus eurem Kühlschrank? Ja, den du auch mal benutzt. Also nicht aus meinem Zuhause, sondern bei der Arbeit. Ach so. Ja, das ist ja das. Ich hätte übrigens auch noch, Essen mitbringen können. Das war auch aus dem Jahre 2016, ungelogen. So, dann habe ich noch ein Jäfer Pfann. Und ich glaube, das trinken wir auch, weil das kann man eigentlich noch trinken.
in der Regel, wenn wir Glück haben, abgelaufen am 10., also im Oktober 2019. Ja, das sollte noch gehen. Das sollte noch gehen. Das akzeptiere ich. Ich habe hier wieder schöne Gläser vorbereitet und zwar diesmal von der Brauerei Jupilé. Jupilé kennt keinen Schwanz, aber nein, völlig total. Nein, das ist belgisches Bier, da kommen wir vielleicht auch irgendwann noch hin. Das ist kein Bier, das ist doch Plörre. Du kennst Jupilé nicht? Jupilé ist wahrscheinlich nicht das beste Biererzeugnis. Ich kenne Jever Pils, das einzige Jupilé, danach ist die belgische Liga, zumindest, ich weiß nicht, war sie benannt, die Jupilé League. Du verfolgst natürlich die belgische Liga, oder was? Ja, selbstverständlich. Das ist ja die Jupiliga, Jupilé, naja, egal, schlechter Witz. Die Loserliga. Loserliga, du hast keine Ahnung. Ich habe zu dem Jever, mach mal das Jever auf. Ja, hier mit der Augenhöhle oder was? Ja, du kannst auch sowas, du kommst auch aus dem Norden. Ja, ich, gut, mit Augenhöhle. Lass das Schnacken, hier, nimmst Kopf du die in Flasche und machst das auf, pass auf. Ja, ja. Ich habe dazu nämlich eine alarmierende Meldung gefunden, ganz groß titelt die Bild-Zeitung gestern sogar, Preisalarm ab März, Fassbier wird teurer. Und wen betrifft das vor allem? Die Brauerei Radeberger oder die Radeberger Gruppe und die vertreibt zum Beispiel Jever. Also gerade für dich eine schockierende Nachricht und so schreiben die das hier auch in der Bild-Zeitung. Biertrinker müssen jetzt ganz stark sein. Die Radeberger Gruppe, die bringen raus Pilsner, Berliner Pilsner, Schlösseralt, will eh keiner, Jever, Freiberger und so weiter, schockt mit einer Preiserhöhung für Fassbier. Und der kleine Fun-Fact dabei ist, dass sie diese Preiserhöhung für Kölsch nicht machen. Also Kölsch-Trinker müssen jetzt nicht geschockt sein, die können sich entspannt zurücklegen und auch ab März noch zum selben Einkaufspreis einen wegballern. Aber steigen die Bierpreise nicht ohnehin dauernd? Ist das eine Meldung wert? Der Bild-Zeitung ist es eine Meldung wert und das ist mal wieder so, das ist halt, wenn ihr das euch anguckt, so einfach so, Fassbier wird teurer. Preisalarm ab März ist halt auch so typischer Style. Da sind ungefähr 3 Absätze in diesem ganzen Artikel, die überhaupt nur Inhaltliches wiedergeben. Und ansonsten warten sie immerhin noch mit Statistiken zum Kalorienverbrauch verschiedener Biersorten auf und so weiter und in welchem europäischen Land Bier am günstigsten ist und sowas. Also ein total gepimpter Artikel, der noch mit der Zusatzinformation immerhin aufwartet, dass auch Krombacher und Veltins überlegen, vielleicht die Preise mal zu erhöhen. Also es ist ein echter Schock. Ich glaube, wir können uns diesen Podcast nicht mehr lange leisten. Deswegen würde ich sagen, greifen wir zu, solange es den guten Stoff noch gibt. Ja, ja. Prost. Also Prost. Es ist doch auch so, Prost. Erstmal probieren hier. Prost. Viel Glück, Jungs. Herrlich. Ist auch nicht abgelaufen. Es ist doch auch so, der Bierkonsum geht doch seit längerem, also seit Jahren gefühlt zurück. Und wahrscheinlich ist das einfach der Teufelskreislauf, ne? Die Brauer müssen die Preise anheben, weil sie nicht mehr genug absetzen. Und die Kunden trinken noch weniger, weil es teurer wird. Ja, das ist ja nicht schlüssig, weil der Kölschpreis bleibt ja gleich. Also da scheint das ja nicht zu funktionieren. Ich glaube, Kölsch wird noch getrunken. Ja, weil die das wegsaufen. Nee, das kann ja nicht sein. Wann geht ein Preis in die Höhe? Bei Verknappung des Angebots. Also im Grunde genommen ist es so, dass Kölsch nämlich keiner saufen will. Und das andere Zeug wird halt getrunken. Also kurz euer Kölsch-Zeugs da, was ihr beim FC da immer trinkt, damit ihr die Gurkentruppe dann ertragen könnt. Das will halt keiner saufen, weil es ja halt auch eigentlich im Grunde genommen ekelhaft ist. Und das Pilz zum Beispiel aus Norddeutschland, das wird halt immer teurer, weil es halt ein cooles Zeug ist. Ja, das so ist einfach. Aber auch nicht plausibel, denn der Verbrauch sinkt. Ja, insgesamt. Aber die Bevölkerungszahl auch. Tja. Da kann man jetzt nichts machen. Also ich finde, wir können was gegen den sinkenden Verbrauch hier tun. Die Bild-Zeitung bringt leider nicht genug Infos. Nee, natürlich nicht. Jever Fun, wie schmeckt euch das? Also ich finde, muss gestehen, für ein alkoholfreies Bier ist es eins der besseren alkoholfreien Biere immer in meinen Augen gewesen. Ja. Wie seht ihr das? Also ich finde es ganz okay und ich finde, es gibt aber mittlerweile viele, also sagen wir mal so, mehrere gute alkoholfreie Biere. Früher war das ja eher wirklich eine Unsitte, ein alkoholfreies Bier, weil es auch zumindest waren da so die Meinungen nicht schmeckte. Aber mittlerweile, finde ich, gibt es viele, die ein gutes Bier anbieten ohne Promille. Ja, also was mir bei alkoholfreiem Bier meistens nicht schmeckt und nicht gefällt, ist, dass es immer sehr malzig schmeckt, wie Malzbier. So geht immer in diese süße Malznote rein. Und da ich kein Malzbier mag, finde ich auch meistens die alkoholfreien Biere dann an der Stelle. Ja, dann weiß ich, was ich demnächst mitbringe. Ja, da kannst du dich einreihen in die glorreichen
glorreichen Mitbringsel, die wir hier in diesem Bus hatten, von gewissen Personen. Aber kennt ihr noch dieses Klausthaler Zeugs? Das war ja das Erste, glaube ich. Das war das Erste. Ja. Das war ja so super ekelhaft. Ja, vielleicht hat das alkoholfreie Bier auch wegen Klausthaler, weil das vielleicht tatsächlich so ekelhaft war, so einen schlechten Ruf. Also. Ja, ich finde, es kommt zumindest, also ich trinke lieber ein alkoholfreies Bier, wenn ich abends irgendwo bin und nichts trinken kann, als eine Cola oder so, ja. Weil da hast du wenigstens noch so ein bisschen so dieses Und diese Bier Weizen, alkoholfreien Weizen, die kannst du doch echt gut trinken. Aber ja, Jungs, richtig. Jetzt, bevor wir uns den, die Sinne vernebeln, einmal der Duft, Quatsch, der Geruchstest bei Flying Power Sugar Free aus dem Jahre 2016. Eine volle Nase. Ja, die erste volle Du weißt Nase aber gar nicht, wer das da reingestellt hat wahrscheinlich. Das ne? ist mir auch völlig egal. Aber es war original verschlossen. Mhm. Komm, ich nehme auch mal einen Schluck. Da gibt es keinerlei Rauch mehr, keinerlei Boah. Dampf. Da ist keine ich Kohlensäure glaub, mehr. Wahrscheinlich kann das, ist wie Salz. Das kann Millionen von Jahren da irgendwo lagern. Das, servier das heute Abend mal deiner Familie. Atomarer Endmüll. Das riecht wie neu. Das riecht wie Red Bull. Aufgelöste das Gummibärchen. Stimmt. Das stimmt. Oder? Wahrscheinlich. Trink mal einen Schluck. Nee, danke. Ben. Zuckerfrei. Okay. Ja, ging noch, ne? Ja, kann man machen. Habt ihr Lust auf ein richtiges Bier, zumindest du? Ja, ja, komm. Ich habe nämlich, bevor wir hier weiter einsteigen, war ich über die, oder nach den Weihnachtstagen in Hamburg. Und in Hamburg. Hamburg. Ja, Hamburg, da auch eine schöne Stadt im Norden. Und da trinkt man natürlich gerne Astra, wenn man es so mit St. Pauli hält. Und Jever gibt es da sicherlich auch im Angebot Jever, und noch andere. Jever sagen? Jever kann ich gerne sagen. Aber was ich so gar nicht richtig kannte, was aber ein sehr gutes Bier sein soll, und du kennst das bestimmt, ist Ratsherrn-Pilsener. Ja, natürlich. Und es hat auch eine sehr, sehr schöne, schlichte Flasche. Die werde ich natürlich auch nachher fotografieren wieder für unseren Artikel dazu. Aber da steht auch die Werbung drauf oder der Slogan Hopfen, Malz und Hamburg. Das finde ich schon geil. Dann siehst du halt so einen Ratsherrn, da steht einfach ganz groß Ratsherrn-Pilsener, 4,9% und eine grüne Flasche. Grüner Deckel mit dem Ratsherrn-Kopf wieder oben drauf. Also ein Top-Bier. Jetzt bräuchte ich nochmal dein ja. Flying Power, um das hier fliegend zu öffnen. Ja, zumindest doch für irgendwas gut, ne? Ja. Ah, das geht einem auch leicht von der Hand damit. So. Und du bist ja noch beim Alkoholfreien. Komm, mein Junge. Unser Herr Sommer ist immer ein bisschen schwierig, was Alkohol anbelangt. Ja, der ist ja allgemein sehr schwierig. Ja. Da fährt auch immer die anstrengende Tee. Obasse, Freundchen. So, was haben wir noch für Themen? Was habt ihr eigentlich noch einen Weihnachtsbaum zu Hause? Den habe ich gestern entsorgt, das Ding. Ich war total, ich habe gesagt, so heute oder nie. Ja. Und in einer Aktion abgeschmückt, weggepackt, rausgeschmissen, gesaugt, alles. Ich war total stolz. Ja, da habe ich fürs nächste Jahr, hätte ich da noch einen kleinen Tipp für dich. Habe ich hier im SWR gefunden, das ist ein Beitrag, eigentlich ein Artikel zu einem Beitrag vom SWR, Klamauk in der Pfalz. Da fand am 4. Januar, zum 14. Mal die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaum-Weitwerfen statt, und zwar in Weidenthal, ein 2000-Seelenort irgendwo in der Pfalz. Und jetzt mal eine Frage, was schätzt ihr, wie weit der neue Weltmeister wohl so seinen Weihnachtsbaum geschleudert hat? Was sind denn das für Kaliber? Ja, also genau. Die müssen wohl so um die 1,50 Meter rum sein, das ist so die Maßgabe, so ungefähr so groß wie Herr Ballermann. Jetzt guckt so, da sag ich mal nichts zu. Dann, ja, was, ich tippe mal. Es kommt auf die Technik an. Aber ja, du hast zwei du darfst zwei Wurftechnik machen. Du darfst, also die werden Hammer, auch dann irgendwie zusammen hammermäßig ja. so schleudern und wie ein Speer. Also es gibt auch noch irgendeine dritte, die habe ich jetzt hier nicht rauslesen können, aber die beiden Wurftechniken auf jeden Fall. Muss man auch alle drei machen. Und der weiteste Wie, Wurf du hast ja zwei genannt und dann auf einmal muss man alle drei machen, oder was? Ja, man addiert eben drei Würfe zusammen. Also. Das solltet ihr wissen, weil ich schätze, das, was die hier angeben, ist das addierte Ergebnis. Weil sonst wäre es sehr, sehr weit. Ach so, ich wollte. Für so einen Weihnachtsbaum, den zu schmeißen. Also stellt euch vor, ihr habt drei verschiedene Wurftechniken, unter anderem Speer- und Schleuderwurf. Und der dritte ist dann vielleicht, keine Ahnung, so eine Mischung oder irgendwas. Und das kommt dann auf ein Gesamtergebnis, was schätzt ihr da? Ich sage 37,43 Meter. Nee, das ist mehr. Also ich würd sagen, mit einem Hammerwurf kannst du so ein Ding, wenn du es ein bisschen gescheit anstellst, auf 35 Meter kriegen bei einem Wurf. So, und jetzt sag mal, du musst auch einen Speerwurf, der ist nämlich dann geringer, da kommst du höchstens auf 20. Höchstens, aber eher auf 15, würde ich sagen. Da hätten wir 45 und dann nochmal, und der dritte Wurf ist frei Schnauze, oder was? Ja, so schätze ich das, genau. Das ist bestimmt Freestyle. Das steht ja, hier jetzt leider okay, nicht. Okay, dann machen wir Freestyle, dann machen wir da nochmal 30 obendrauf.
dann, wenn ich jetzt die anderen Zahlen behalten hätte, wären wir bei 90. Entschuldigung, der dritte Wurf ist über die Latte buxieren, was immer das heißt. Okay. Deswegen habe ich mir das nicht gemerkt, weil das klingt also schräg. Also nur zwei Würfe. Also wie so ein Hochwurf wahrscheinlich, aber dann sind es zwei Würfe. Also erzählt mal einen ab. 60. 60 Meter, wow. Und du 37, 43. Ja. Tatsächlich sind es 23 Meter 17. Tja. Also so ein Baum, der ist ja auch jetzt nicht gerade... Karl-Heinz, Sport ist einfach nicht dein Ding. Nee, mein Lieber. Weil da oben in Norddeutschland, da machen wir, aber das kennt ihr natürlich wieder nicht, da machen wir neben Boseln, machen wir auch Besenweitwurf. Kennt ihr das? Ja, aber so ein Besen hat viel weniger Widerstand. Der ist ja nur am Ende so fransig. Ja, aber der ist auch unheimlich schwer zu werfen. Und wenn du da mit dem Hammer, also hallo, dann muss doch funktionieren. Ja, deswegen, ich glaube, dass das Pfeifen sind da unten. Wir könnten uns ja vornehmen, dass wir nächstes Jahr am 1. Januar-Wochenende, immer sonntags im Januar, der ersten Sonntag, machen die da in der Pfalz, war das, glaube ich, ne? Klamauk in der Pfalz, fahren wir mal hin und nehmen da teil. Das ist nämlich tatsächlich eine Weltmeisterschaft, natürlich aus Jux, weil da auch Leute aus Amerika, aus Frankreich, aus Belgien, Holland und so kommen. Aber jetzt sagen wir mal Prost zum Ratsherrn. Ja, Prost. Hier auch, sagen wir. Ja, da merkt man schon die Enttäuschung in der Stimme. Nee, ich denke noch, ich bin noch beim Karl-Heinz und seinen, was hast du gesagt, 200 Meter. 60, habe ich gesagt. So ein Weihnachtsbaum ist natürlich auch extrem aerodynamisch. Also der hat besonders gute Flugeigenschaften. Ja, du musst ihn natürlich passend kaufen. Du musst dem einem so ein Ding mit einem dicken Ende kaufen. Also mit so einem Klumpfuß im Grunde genommen. Oben schmal, unten Klumpfuß. Ne? Ja. Verstehst du? Du kannst ihn ja bezogen auf den Wettbewerb kaufen. Da sagst du, liebe Familie, unser Weihnachtsbaum ist dieses Jahr ein bisschen hässlicher. Du hast dafür den, aerodynamisch optimal. Du hast aber früher bei den Bundesjugendspielen gefehlt, oder? Nee, da habe ich geschummelt. Ja. Wollen wir wieder über Pressartikel lesen, bevor wir uns ja in die Haare kriegen? Ja. Hilft ja nichts. So, also, neues Jahr, neues Glück, kann man ja sagen. Also ich hätte einen schönen Artikel über Vorsätze. Und ich hätte einen schönen Artikel, der gleichzeitig auch den wohl furchteinflößendsten, gefährlichsten Mann aus meiner geliebten Heimatstadt Wilhelmshaven behandelt. Das muss er nämlich gewesen sein. Dein Vater? Nein. Und zwar ein 40-Jähriger. Ne? Also man sieht, mit 40 ist man im besten Alter, weil man anscheinend sehr gefährlich ist. Denn am Heiligabend, so kurz vor Mitternacht, wurde nämlich ein 40 Jahre alter Mann am Kanalweg im inneren Hafen Opfer einer Körperverletzung. Eben dieser wohl sehr furchteinflößende Mann. Ist das Opfer? Der ist das Opfer, ja. Obwohl er furchteinflößend ist. Passt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz zusammen. Dann hat er einen vielleicht, weil er aus Wilhelmshaven kommt. oder weil er aus Wilhelmshaven kommt. Ja, ihr Schandmäuler. Naja, auf jeden Fall hatte der die prima Einfall, einem Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Straße fuhr, einen Vogel zu zeigen. Also, das ist natürlich auch immer sehr beliebte Menschen, aber der ließ sich das nicht bieten, stoppte, fuhr zurück und stieg aus dem Auto, aber leider nicht allein, sondern mit seinen zahlreichen südländisch aussehenden Personen, also wahrscheinlich Freunden. Und die stellten dann diesen 40-Jährigen zur Rede und es kam überraschenderweise sofort zum Streit. Anscheinend ist aber wohl dieser 40-Jährige so furchteinflößend gewesen sein, dass dieser Autofahrer sofort auch noch seine Freunde rief mit dem Handy, worauf weitere zwei vollbepackte Wagen mit, das ist jetzt echt ein Zitat, ja, mit weiteren Südländern vorfuhr, sodass insgesamt 20 Südländer, steht hier mal so schön in Anführungszeichen, dann diesem Opfer gegenüberstanden. Und die haben dann dieses Opfer festgehalten, dann mehrfach ins Gesicht geschlagen, von dem beleidigten Autofahrer, übrigens beleidigt wiederum in Anführungsstrichen. Und am Schluss wurde dem dann auch noch ein Messer an den Hals gehalten und er musste sich niederknien und sich bei seinem Peiniger entschuldigen. Weia. Ja, der muss richtig gefährlich gewesen sein, dass die Idioten dann auch noch zwei weitere vollbesetzte Pkw zu Hilfe gezogen haben hier mit 20 Mann das Tier aus Wilhelmshaven gebändigt haben, um es dann IS-mäßig auf den Boden zu zwingen, um dann mit einem Messer zu bedrohen. Ja. Ja. Wo sind da die guten Vorsätze? Also ja, die guten Vorsätze, die kommen jetzt. Ah, okay. Ja, die kommen jetzt. Ja. Also ich finde halt, aus dem Artikel kann man mehrere gute Vorsätze eigentlich mal rausziehen.
Den ersten hast du eigentlich schon genannt. Vielleicht mal den Dorfpolizisten in der Hosentasche lassen und die da lieber die Faust drin ballen und keinem immer vorschnell den Vogel zeigen. Wobei das wahrscheinlich nur der eine Vorsatz ist. Der andere Vorsatz könnte natürlich auch mal sein, Leute, wenn ich schon zu schnell durch eine Straße fahre, dann und mir einer den Vogel zeigt, da muss ich ja nicht gleich ausrasten. An den Staatsanwalt vielleicht mal den guten Vorsatz, diese Typen auch mal wirklich, dieser Typen auch mal wirklich habhaft zu werden und das dann auch ordentlich anzuklagen. Und zwar nicht irgendwie nur wegen Nötigungen, sondern vielleicht auch mal wegen anderer Delikte. Und den Richter für den Vorsatz vielleicht mal hier hart durchzugreifen und eine ordentliche Verurteilung auszusprechen. Und vielleicht auch für die Ausländerbehörden, wenn man schon mal dabei ist, vielleicht auch mal zu überlegen, ob man da was machen kann als guten Vorsatz. Boah, ja, das steht da drin. Was ist denn das für ein Artikel? Nee, das sind meine Vorsätze. Ach so. Was man halt sich mal so, was man sich halt immer so vornehmen kann, ja. Ja, das, was mich an diesem, was ich echt krass finde, ist diese Demütigungsgeschichte da mit dem Messer, mit 20 Mann mit dem Messer und dann musst du dich da hinknien. Das ist ja wirklich wie beim IS. Ja, das ist halt schon so ein bisschen krank, ne? Ja, das ist echt krank. Und das ist halt auch immer ein bisschen was ich daran echt so übel finde, dass natürlich echt Wasser auf die Mühlen derer, die das dann ausschöpfen, ne? Die das ausnutzen. Also das ist, kann mir die AfD-Werbung schon lebhaft vorstellen. Ja, das ist absolut unterirdisch. Und in dem Fall, tja, was will man dagegen auch noch sagen? Also schwierig, ja. Ja, zu deinem ersten Vorsatz mit dem, dass man sich überlegt, ob man den Verkehrspolizist spielt, fällt mir gleich ein Buch, das ich gerade lese, der bekannte Jack Reacher. Viele kennen wahrscheinlich die Bücher, gibt es auch zwei Filme zu. Und da kommt es eben auch vor, dass jemand leider, also nicht er, sondern ein Dritter, meinte, mutig sein zu müssen und sich zu beschweren, als drei Typen sich an seinem Auto zu schaffen machten. Das Problem ist, dass er dann irgendwann in seinem eigenen Kofferraum landete und der Wagen später in Flammen aufging. Also da war auch das Motto, also vielleicht sollte man sich überlegen, an welcher Stelle man mutig ist. Andererseits wird ja auch immer Zivilcourage eingefordert, das sind dann wieder andere Fälle. Aber das zu deinem ersten Vorsatz. Habt ihr denn irgendwelche Vorsätze euch gemacht, Silvester? Ja, kein Vorsatz. Das ist ein guter Vorsatz, den habe ich auch. Und du? Ich habe nie Vorsätze fürs neue Jahr. Na, dann müssen wir die Ballermannschen Vorsätze für die üblen Wilhelmshavener gestalten und die Südländer vielleicht nehmen. Wobei Wilhelmshaven natürlich die schönste Stadt Deutschlands ist. Das wollen wir hier nochmal eben herausstellen. Da habe ich euch auch schon vor mehreren Jahren überzeugt. Aber diese Bezeichnung als Südländer, die finde ich auch irgendwie interessant, muss ja, ich gut, sagen. Ja, das ist natürlich eine Quelle eigentlich. Die brauchen wir hier. Ja, genau. Wilhelmshavener Zeitung. Ich meine 27.12. Südländer ebenso in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Ja, Südländer, ich finde das insofern interessant. Das können ja auch Italiener sein. Ja. Und dann kannst du natürlich mit deinem vierten Vorsatz mit den Ausländerbehörden mal gleich vergessen. Ja, ja, nee, das ist, ich sag dir auch, prüfen. 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 So oder so. Prüfen. So oder so. Wie gelingen Vorsätze, hat hier der Bayerische Rundfunk nämlich auch mal thematisiert und eine Gehirnforscherin, Maria Hofwacker, erklären lassen, wie man das am besten umsetzt. Und das ist ganz interessant, weil das Wesentliche dafür, dass Vorsätze gelingen oder eben auch nicht gelingen, weil die meisten brechen sie ja wieder ab, ist, dass wir den Ablauf von Lernprozessen im Gehirn nicht richtig verstehen. Und da hat die, ich will das jetzt nicht in aller Detailreichheit hier ausführen, aber die hat da so ein paar Schritte zusammengetragen, die ich ganz interessant finde, weil die sagt, das Gehirn ist wie ein Computer, zu viel Input macht es ineffektiver. Und deswegen muss man als ersten Schritt Ordnung im Gehirn schaffen. Das tut jedem, glaube ich, mal ganz gut. Aber vielleicht, wenn man am Jahresanfang einmal so einen kleinen Reset da im Gehirn macht. Alkohol, sag ich nur. Alkohol, ja. Also was will man nicht mehr tun? Was kann ich weglassen, um Platz zu schaffen? Und im übertragenen Sinne, welche Programme kann ich schließen? Welche Programme auf meiner Festplatte kann ich löschen? Ich vergleiche das immer mit so einem Computer, wo ganz viele Fenster auf sind. Und auch der wird halt langsamer, wenn du zu viele Prozesse gleichzeitig laufen hast. Das finde ich schon mal als ersten Schritt ganz gut. Der zweite Schritt, wie Vorsätze gelingen, ist, sich klare Ziele zu stecken. Auch das ist klar. Also
klare Ziele, nicht nur im Sinne von, ich will abnehmen oder ich will mehr joggen, sondern man soll eben das Gehirn da so ein bisschen mitnehmen und sagen, was mache ich denn konkret? Also was ist beim Joggen, das Gehirn mitnehmen. Ja, genau, beim Joggen oder auch sich erstmal vorzustellen, wie ich jogge, wie du joggen gehst, wie man sich dabei fühlt und so weiter. Und die sagt dann, je emotionaler und bildlicher unsere Gedanken aufgeladen sind, umso stärker werden auch die Nervenbahnen, ja. Und das Dritte, und das ist das Wesentliche, wo die meisten Vorsätze dann scheitern, ist, dass man sich Zeit lassen soll und auch durchhalten soll. Denn am Anfang ist das immer ganz toll. Allerdings, das Gehirn braucht 30 bis 40 Tage, um überhaupt sozusagen neue Synapsen zu bilden und sozusagen das zu übernehmen. Und gut, die empfiehlt jetzt hier so Sachen wie einen Aktionsplan, bla und blub, das kann man alles machen. Aber sie sagt vor allem, Lernprozesse erfordern Durchhaltevermögen. Nach meist schnellen Fortschritten am Anfang einer neuen Tätigkeit komme es später zu einer Stagnation. Und das ist typisch für Lernprozesse. Und dann hört man nämlich auf, aber genau in dieser Phase der Stagnation, wo das Gehirn sozusagen anfängt, das zu automatisieren und die Synapsen dazu bilden, ist sozusagen schon ein Schritt gegangen. Und da darf man dann nicht abbrechen und das Ganze dann wieder ruhen lassen. Also Durchhaltevermögen, das ist ja auch immer für mich ein großes Thema, wenn ich mit euch hier in diesem Bus sitze. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, aber das Durchhaltevermögen bedingt ja erstmal, dass du überhaupt anfängst. Ich glaube, da scheitert es ja schon bei den meisten. Die hauen dann um 2 Uhr nachts Silvester nach 3 Flaschen Sekt, hauen die sich dann einen Vorsatz raus, aber der wird erst gar nicht begonnen. Also die Synapsen da, die kommen gar nicht so weit. Ja, das... Deswegen habe ich mir eben auch so wie du zum Vorsatz gemacht, mir sowas gar nicht erst, zumindest nicht an Silvester vorzunehmen, sondern wenn man irgendwas ändern will, dann kann man das auch unterhalb des Jahres einfach mal starten. Und ja, und da ich ja perfekt bin, ich muss eigentlich gar nichts ändern. Ja, das stimmt. Also vor allem diese übertriebene Bescheidenheit, die ist atemberaubend. Finde ich auch gut an mir. Toll. Ja, passend zu deinem Thema jetzt hier, weil es auch in gewisser Hinsicht ein weiterer Hinsicht das Gehirn betrifft, habe ich in der Welt was gefunden, was ich sehr interessant fand. Erstmal, es geht um Süßstoffe, um Leitprodukte. Und das, was jetzt zunächst festgestellt wurde, also da ist eine Kinderärztin, die ist offensichtlich an die Presse gegangen, weil die an einer Studie mitgewirkt hat, wo eben das Essverhalten und die Auswirkung von Süßstoffen bei Kindern untersucht wurde. Diese Süßstoffe, da ist es bekannt, haben bestimmte Wirkungen. Einiges ist davon nicht neu. Zum Beispiel, man weiß, dass die dazu führen, dass eher mehr gegessen wird. Warum ist das so? Weil dem Körper signalisiert wird, durch das Süße, jetzt kommt Energie, aber es wird keine Energie geliefert. Weil es ist ja dann Zero Zucker, ja, und der Körper kriegt keine Energie. Insofern giert das Gehirn, ja, und da sind wir beim Gehirn, dann danach noch mehr Zucker zu bekommen. Und das kriegt er dann ja meist und die Leute werden übergewichtig. Und das hat diese Studie auch bestätigt, das ist zwar jetzt nichts Neues, aber die hat auch gesagt, die Leute, die Leitprodukte viel zu sich nehmen und normal zuckergesüßte Produkte zu sich nehmen. Das ist ja dann, sage ich mal, die Gruppe, die am häufigsten betroffen ist oder anzutreffen ist. Die nehmen zu, ja. Und das ist jetzt erstmal noch nicht so der Clou. Was ich wirklich hochinteressant fand, war, dass dieser dauerhafte Konsum, also jetzt nicht, wenn du mal gerade eben so ein zuckerfreies Bonbon lutschst, ja, aber wenn du sagst, so wie unser Freund Joe zum Beispiel, ja, ich ziehe mir jeden Tag meine Pepsi-Cola 1,5 bis 3 Liter rein, aber immer Zero Zucker, ja, also regelmäßig pumpe ich mir jeden Tag mit irgendeinem Getränk am besten diese Süßstoffe rein, dann passiert nämlich Folgendes, der Körper lernt, dass, wenn es süß wird, kein Zucker kommt. Das heißt, dieser Zusammenhang wird entkoppelt. Und das führt dazu, dass eben der Stoffwechsel nicht in Gang gesetzt wird, und zwar auch dann nicht, wenn tatsächlich Zucker kommt, also wenn es nicht um Süßstoffe geht. Das heißt, wer sich dauernd, jeden Tag, am besten zum Beispiel wie der Joe, sich die
anderthalb bis drei Liter Pepsi Light reinzieht, ja, der konditioniert seinen Körper darauf, dass, wenn es süß wird, dass eben gerade keine Energie kommt, kein Zucker kommt. Das heißt, der Blutzucker steigt und es fördert, das Ganze fördert Diabetes und auch natürlich Übergewicht, weil der nicht abgebaut wird, ja. Und das finde ich eine hochinteressante Erkenntnis. Das sollte sich mal rumsprechen. Es wird auch empfohlen, die Autoren dieser Studie, da werden hier zwei Kinderärztinnen vor allem genannt, und das Ganze ist veröffentlicht im Fachblatt der American Academy of Pediatrics. Ben, kannst du das besser lesen? The Pediatrics. Die empfehlen einfach, wirklich diese Süßstoffe wegzulassen und stattdessen einfach wirklich weniger Zucker zu essen und den Zucker wieder, wie es eigentlich sein sollte, zur Ausnahme zu machen. Denn mit diesen Leitprodukten ist man offensichtlich auf einem Irrweg. Es ist, wie gesagt, nachgewiesen, dass die Leute, die viel konsumieren, dicker werden als die Leute, die nicht konsumieren. Vor allen Dingen natürlich auch, es gab da eine Kontrollgruppe, die Wasser getrunken hat. Die hat am allerbesten natürlich abgeschnitten. Was mit denen, die Bier getrunken haben? Tja, gute die Frage. Die wurden alle 100. Vor allen Dingen was mit den Kindern, die Bier getrunken haben. Ne? Ja, und eben, es kann eben bei einem entsprechend hohen Konsum dazu führen, dass man seinem Körper abgewöhnt, Zucker abzubauen. Das Insulin wird dann eben nicht losgeschickt, wenn der Zucker kommt, weil der Körper gelernt hat, dass er eigentlich hier nur verarscht wird. So, jetzt habe ich mal eine Frage. Wie verhält sich das denn jetzt mit den Erektionsstörungen? Also ich finde, wir sollten das ganze Thema mal auf Erektionsstörungen hin untersuchen. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht guckst du aber auch erstmal nochmal in die Originalstudie rein. Vielleicht ist es da ja auch untersucht worden. Ich meine, es ist ja auch eine Studie mit 5000 Kindern. So. Insofern ist es naheliegend, dass es damit behandelt wurde. Nee, Karl-Heinz, aber es ist klar, dass dir natürlich jetzt so eine Frage entsteht, weil... Ja, ich finde, das liegt ja auf der Hand. Das scheint ihn ja sehr zu beschäftigen. Also, ja, das scheint ihn sehr zu beschäftigen. Ich weiß nicht. Vielleicht Hunderttausende von Männern, die sind total verzweifelt. Und das Problem liegt bei Pepsi Cola Light. Heute Abend sehen wir, wenn wir beim Ballermann vor der Tür stehen würden, wie da die Sixpacks an Light-Getränken vor die Tür fliegen bei und rausgeschmissen nur Wasser. Werden. Bei mir gibt es nur Wasser, liebe Leute. Ja, so muss es auch sein. Ne? Das hast du ja hier bei den Kollegen Joe die ganze Zeit so ein bisschen genannt. Vielleicht sollten wir den gleich mal, wenn es passt, hier in die Sendung schalten und ihn mal anrufen. Ja, absolut. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ja, ich glaube auch. Also weiß er denn eigentlich, dass er sich so Erektionsstörungen aussetzt und überhaupt seinen ganzen Stoffwechsel ruiniert? Ja, aber es gibt ja sozusagen ein, jetzt hätte ich fast gesagt Konterbier, aber es gibt ja etwas, womit man das kontern kann, und zwar mit am 23.06.2017 abgelaufenem alten Apfelsaft. Das trinkst du jetzt nicht wirklich? Da soll natürlich. Karl-Heinz. In Norddeutschland, da herrschte früher pure Not, da haben wir alles getrunken. Der Karl-Heinz hat nämlich eben gelogen. So. In Wirklichkeit hat er zum Jahresanfang Teil seiner guten Vorsätze eine Saftkur gemacht, aber dass er so weit geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist ein leichter Schimmelgeruch drin. Oh. Karl-Heinz, du bist ja ekelhaft. Leichter. Oh, ein Träumchen. Geh fort. Das ist im Grunde fast wie Appleboy. Ja, ne? Aber auch nur fast. Ja, es ist schon echt ekelhaft. Also wie sieht's aus? Sollen wir den Joe mal vor seinem Verfall warnen? Auf jeden Fall. Ja. Okay, dann machen wir das. Und wir wählen mal die Nummer. Adios. Ja, Tag Joe. Hier sind deine besorgten Kollegen im Benanza-Bus. Du bist live im Podcast und... Der Herr Sammer, der hat hier eine dringliche Warnung an dich auszusprechen. Ich hoffe, wir erwischen dich noch bei bester Gesundheit. Opasse, Joe. Ja? Opasse, ich mach mir Sorgen um dich. Ich mach mir große Sorgen um dich, Joe, wegen deiner Pepsi Zero Zucker. Die anderthalb bis drei Liter, die bei dir da durchlaufen, jeden Tag. Du hast es vielleicht auch gelesen in der Welt. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass der dauerhafte Konsum von solchen Leitprodukten, also mit Süßstoffen versehenen Produkten, die keinen Zucker haben, dazu führt, dass der Körper lernt, wenn es süß wird,
kommt keine Energie und dann kommt auch dementsprechend kein Insulin mehr. Das heißt, der Blutzucker steigt und die Leute kriegen ja, Diabetes oder werden zumindest gefährdet und werden dicker und so weiter. Weil letztlich der Zucker, weil der Zucker nicht abgebaut wird, Joe. Verstehst du? Ja, und jetzt soll ich mich dazu äußern, oder was? Ja, sicher. Ich mache mir Sorgen. Du musst dich gar nicht äußern, du musst nur sofort deine Essgewohnheiten umstellen. Ja, du schleppst doch immer literweise Pepsi nach Hause. Ich habe doch schon hier an der Frage vom Karl-Heinz Ballermann, der zweite ist Random Man, gehört, dass der gar keine Ahnung hat, um was es eigentlich geht. Weil er behauptet ja erstens mal, ich würde Pepsi Zero trinken. Dabei gibt es ja gar keine Pepsi Zero, sondern das ist ja, wie jeder weiß, ein Produkt von Coca-Cola. Bei Pepsi heißt das Light oder Max. So. Von mir aus. Nummer zwei. Der Süßstoff in der Pepsi wird in der Ukraine zur Schweinezucht eingesetzt, dass die Viecher geil fressen. Und das ist eigentlich der beste Beweis, dass das Zeug gesund ist, meiner Meinung nach. So schaut es nämlich aus, Freunde. Weil was für Schweine gut ist, kann für den Menschen nicht schlecht sein. Er ist recht für ukrainische Schweine, das sind ja Gesundheitsschweine. So ist das, Bio, ukrainische Bio-Schweine. Gut, also das ist natürlich wirklich ein gewichtiges Argument. Ja, so. Freunde, durchaus aus, aber ich kann euch gern die Tage mal hier mal zu einem Cola-Tasting einladen. Lass mal stecken. Ein Cola-Tasting, da hört man schon, du hast eine schwäbische Vergangenheit, mein Lieber. Joe, ich habe auch gesehen, wenn du suchst auch immer Sonderangebote. Irgendwie, ich glaube, bei Rewe war 6,99 der Sixpack. Ist das gut? 6,99, bist du wahnsinnig. 49 Cent ist gut. Für den Sixpack? Aber hier, ich habe da im Hintergrund vom Ben noch gehört, dass er irgendwie was Schwäbisches gehört haben will. Ja, richtig, weil ich bräuchte jetzt für einen Artikel hier auch noch einen Experten aus Schwaben und das scheinst du ja zu sein. Ich wollte euch eigentlich erstmal fragen, ob ihr überhaupt wisst, warum Schwaben keine Böller brauchen an Silvester. Nee. Was ist los? Weil wir von Natur aus der Knaller sind. Du bist ja unglaublich. Du bist in Hochform. Ja. Pass mal auf. Grüß dich. Gammating, sagt dir was, ne? Gammating. Gammating, ja, das wurde von dem Fußnamen noch nicht gegründet. Aber das wird ja Gammatinger. Gammatinger. Und du, als alter Gammatinger-Experte hier, die Schwäbische Allgemeine hat über Gammating berichtet, ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben es uns noch mal ein bisschen aufgehoben, dass ein Unbekannter dort Autos und Häuser mit Scheiblettenkäse dekoriert. Und zwar hat er an dem einen Tag auf dem Auto und an zwei Häusern in der Bubenhofstraße etliche Portionen Scheiblettenkäse deponiert. Und dann kommt eine richtig geile Zwischenüberschrift. Und jetzt, Achtung, liebe Veganer, festhalten, auch Speck war dabei. Oh, am Mittwoch darauf wiederholte sich das Geschehen nämlich. Und die 68-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Schwedengasse fand gegen 15.30 Uhr an der Haustür ein Stück Speck und mehrere Scheiben Scheiblettenkäse. Wie kannst du dir denn sowas erklären? Was ist denn da bei euch los? Das Problem ist, Gammatingen ist ja auf der Schwäbischen Alb. Ja, dann. Und das gehört ja zu den drei großen Geiseln der Menschheit. Lepra, Cholera und von der Albra. So, und damit ist eigentlich zu Gammatingen alles gesagt. Okay, ja, du bist also, du hast jetzt auch keinen weiteren Erklärungsversuch, nehme ich an. Also, nee, dazu fällt mir auch gar nichts mehr ein, ganz ehrlicherweise. Ja, also das ist, ich finde das ja irgendwie witzig und vor allem finde ich witzig, dass das in der Schwäbischen Allgemeinen zu so einer Schlagzeile aufbereitet wird. Dass, die Schwäbische Allgemeine, das ist die Schwäbische Zeitung. Ja, meinetwegen, die Schwäbische Zeitung, hier steht nur Schwäbische. Ich habe das einfach mal ergänzt. Ja. Logisch ergänzt. Die Schwäbische. Aber mal ehrlich, das ist doch eigentlich wirklich keine Meldung wert. Also wir zum Beispiel, ich habe damals bei meinem Kumpel, das habe ich euch auch schon mal erzählt, da habe ich als Streich zum Beispiel einfach mal einen ganzen Eimer Nacktschnecken gesammelt und dann übers Autodach gegossen und sowas, ja. Jetzt hast du halt mal Scheiblettenkäse da irgendwo hingelegt. Das ist doch jetzt echt totaler Witz. Naja, bei uns ist die Welt halt nur in Ordnung, gell? Da ist das noch eine Meldung wert. Ja, das scheint so zu sein. Und stell dir mal vor, die Met-Raketen, die von letzter Woche, die fand ich auch besonders gut. Also das hätte ja mindestens mal zu einem Reißer getaugt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ah, das ist aber die Idee. Man könnte ja auch Scheiblettenkäse auf Raketen machen. Dann trieft der da so runter. Ja. Oder du machst sie in das Hack rein, ja. Schießt sie hoch und dann kommt so ein geiler so eine Käse-Bulette da runtergefallen. Boah, genial.
Da musst du nur noch den Mund aufmachen. Was hältst du denn von sowas, sag mal? Guckst du ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ihr seid echt kulinarisch gut unterwegs. Ja, ja, das ist ein Feinschmecker-Podcast hier. Joe. Was? Ich habe ja von dir Schwäbisch gelernt. Ja? Ja, ja. Und jetzt müssen wir natürlich, das Telefonat können wir nicht enden lassen, ohne natürlich eine meiner Kostproben zu geben, die du mir beigebracht hast. Nämlich DSK, Schkräer, Arschstreicher und der Hasekräer. So ist es. Richtig? So ist es. Ja, sehr gut. Gut. Dann, Junge, leg den Scheiblettenkäse und die Diät-Cola weg und werd ein ordentlicher Mensch. Und Grüße an Günther, ja, ne? Ich muss auch sagen, mach's gut, gell? Ja. Ja. Ich danke dir. Mach's gut, Joe. Ja, ciao. Ciao. So, das war der Kollege Joe, den wir jetzt auch endlich zu einem besseren und gesünderen Menschen gemacht haben. Also auch wir haben durchaus unsere Vorsätze. Und um noch einmal zurückzukommen auf Silvester. Oh, nee. Doch. Guck dir das an, was der Typ hier rausholt. Was ist Karl-Heinz? Du bist, du machst schon wieder das Maul auf. Ja, aber zu Recht. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich habe euch mit jahrelang abgelaufenen Getränken malträtiert. Ich dachte, es geht schon gar nicht schlimmer, aber du. Ja, also für die Zuhörer, der Kollege Sammer hat in der Zwischenzeit sein Getränk ausgepackt und das ist Volvic Hibiskus-Tee. Ja, Erfrischungsgetränk mit Litschi und Maracuja-Geschmack. Ja, jetzt pass mal auf, warum ich das mitgebracht habe. Ganz einfach. Also ich bin ja, was Getränke angeht, eigentlich ziemlich langweilig. Also ich würde sogar sagen brutal langweilig, weil ich eigentlich immer Wasser trinke. Da ist es dann für mich natürlich nicht ganz so einfach, was Exotisches auszusuchen, was auch irgendwie vielleicht noch trinkbar ist. Und ich bin an diesem Hibiskus-Tee vorbeigegangen und dachte mir, Hibiskus? Ich habe zuerst gedacht, irgendwie Hagebutte, ja, das hast du als Kind gemocht und dann nie wieder. Aber Hibiskus-Tee habe ich überhaupt noch nie von gehört. Karl-Heinz, hast du schon mal in so eine Hibiskusblüte reingebissen? So bei nee, also bei mir ist es ja immer so, wenn ich an so einem Teeregal vorbeigehe und diesen ganzen Vanille-Mandel-Ingwer-Geschmack, dann wendet sich mein Blick sofort so reflexartig ab. Immer so, gucke ich auf die andere Seite. Ich bleibe eigentlich immer nur beim Ostfriesentee haften. Ja, also das hier ist jedenfalls für mich was Exotisches, weil ich überhaupt noch nie davon gehört habe, dass man Hibiskus-Tee servieren kann. Also so exotisch ist der aber auch nicht. Ich kenne ihn nur nicht als Getränk hier, als Kaltgetränk. Das ist ja hier so Infusion-Wasser. Ja, vor allem mit Litschi und Maracuja-Geschmack, dass man das Hibiskus-Tee nicht so schmeckt. So, ich mache das jetzt mal hier auf für euch. Ja, genau, da ist noch europäische Litschi dabei. Ja, CO2-neutral rübertransportiert aus Schlag mich tot. Und das Schöne ist, ich hatte geguckt, ich glaube, der Hibiskus-Anteil bei den Zutaten beträgt satte 0,15%. Ja, dann. Und das noch Schönere ist, dass du eben gerade zu Süßungsgeschichten ausholst und dann steht hier drauf Zucker reduziert und ohne Zusatzstoffe. Das kann jetzt auch heißen, dass da kein Süßstoff drin ist, aber Zucker reduziert ist eigentlich immer so ein Signal, dass da doch irgendwie ein Zuckerersatzstoff drin ist. Ja, man muss aber da auch wieder unterscheiden, ne? Zuckerersatzstoffe und Süßstoffe. Also zum Beispiel das, was in vielen Kaugummis drin ist, das Sorbit, das ist, das hat Kohlenhydrate, ja, das ist was anderes. Also da muss man dann auch wieder genau hingucken. Aber wir trinken es ja auch nicht in Massen, es sind jetzt hier kleine Flaschen. Auch vielleicht für die Zuhörer? Bio sogar. Vom Geruch her, also das Kaugummi ist schon ein ganz gutes Stichwort. So irgendwie so eine abgefahrene Hubba-Bubba-Sorte oder so. So riecht das. Also ich finde, man riecht vor allem sehr stark Litschi daraus. Also wenn ich eins riechen würde, ist es Litschi. Das liegt daran, dass ich Litschi nicht mag. Das schmeckt so wie parfümiertes Wasser. Mit einem ganz fiesen Nachgeschmack. Ja, ich finde es nicht so schlecht. Ich finde es nicht so schlecht. Ja, weil ihr seid ja auch nur Scheiße gewohnt. Es ist mir etwas zu süß. Ich würde wahrscheinlich nochmal 50% Wasser dazu tun. Aber ansonsten finde ich es gar nicht so schlecht. Ja. Kalter Hibiskus-Tee. Hätte ich jetzt Durst, würde ich es gerne trinken. Aber hast du noch ein Bier? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich wollte eigentlich nochmal auf Silvester zu sprechen kommen, aber first things first. Nur damit uns in Zukunft keine
keine Notstände in diesem Bus mehr passieren. Wir haben schon vor einigen Wochen die Bierschublade eingeführt für den absoluten Notfall, wenn Herr Ballermann wieder anfällig und ausfällig und ausfallend wird, die Leute beleidigt, brauche halt ein Bier. Und deswegen habe ich inzwischen, haltet euch fest, an drei verschiedenen Stellen in diesem Bus unterschiedliche Biere versteckt, die man bei Bedarf zücken kann. Ich sage euch noch nicht, wo die anderen sind. Ich weiß eins, die weiß anderen ich ja. Du hast ja dein Airbag ausgetauscht gegen eine Bierdose. Ach scheiße, das war so auffällig. Ich finde das geil, wenn du dann beim Aufprall so eine Dose in die Schnauze kriegst. Aber die lassen wir da jetzt mal noch und öffnen vielleicht trotzdem, weil die anderen, die könnte ich auch sehr gut nächste Woche rausholen. Dann haben wir so ein bisschen das Thema Orient und Asien und so weiter. Und vielleicht holen wir mal eine Dose türkisches Bier. Das habe ich nämlich, als ich letztens in Zypern war, waren wir in Nikosia, sind wir auf die türkische Seite rübergelaufen und ich habe ehrlich gesagt noch nie Efes Pilsener getrunken. Und das haben wir dann in Lefkosia oder Lefkosa, wie das auf der türkischen Seite heißt, wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, haben wir dann Efes bestellt und das war echt lecker. Also ich mache jetzt hier keinen Scherz. Ich weiß nicht, ob das aus der Dose genauso gut schmeckt, aber der Herr Ballermann, der ist ja ein ausgewiesener Bierexperte. Sag mal, jetzt bin ich hier zum Trinker abgestempelt. Das bist du ja. Nein, das ist ja nicht. Nun mal so. Du trinkst ja sogar 3 Jahre abgelaufenen Apfelsaft, wenn es knallt. Ich rieche ihn nur. So. Er schüttelt sich das Glas voll hier. Das ist ja, bei dir schäumt das aus unerfindlichen Gründen so. Aber Bescheidenheit ist eine Zier. Pass mal auf, ich kann dir auch das in ein frisches Glas schütten. Nein, alles gut. Also Efes, blaue Dose, auch im Original. Die Glasflasche ist auch mit einem blauen Etikett. Hat so ein bisschen goldene Umrandung da. The Mediterranean Beer heißt es da drunter. Ist, glaube ich, so eins der populärsten türkischen Biere, die es gibt. Und meiner Meinung nach zumindest, das ist ja oft so, wenn man es vor Ort trinkt, schmeckt es einem saugut. Jetzt hier mit euch Typen im Bus schmeckt es vielleicht nicht mehr so gut, das weiß man nicht. Aber mir hat's in der Situation damals unheimlich gut geschmeckt und dachte, als ich es letztens im Regal stehen sah, das ist doch was für die Notfallschublade. Also ich habe ja einen sehr guten Freund mit türkischen Wurzeln und der sagte zu mir, soweit ich mich recht erinnere zumindest, dass Erdogan jetzt die alkoholischen Getränke, nicht jetzt, das ist schon länger her, glaube ich, dass er die Steuern da massiv erhöht hat, dass das, also Bier trinken beispielsweise in der Türkei jetzt richtig teuer geworden ist. Zumindest ja, das war aber da auf der türkischen Seite von Nikosia nicht der Fall. Wir haben wirklich für 0,5 Efes 1 Euro umgerechnet bezahlt. Wie ist denn das eigentlich der Status? Das gehört doch nicht zur Türkei, das ist doch ein eigener Staat. Türkische Verwaltung ist aber natürlich irgendwie an und für sich Zypern. Also gehört auch nicht zur EU. Du gehst da richtig über eine Grenze, brauchst auch einen Pass, um darüber zu gehen. Allerdings kein Visum, ist, wie gesagt, unter türkischer Verwaltung, ist auch total, also auf einmal hat man das Gefühl, ich habe ja mal als Kind in Istanbul gewohnt und auf einmal habe ich das Gefühl, ich bin in Istanbul wieder, obwohl das auf der anderen Seite ganz anders aussah. Und ich muss gestehen, also politische Dinge außen vor gelassen, ich fand die türkische Seite von Nikosia spannender und interessanter als die griechische oder griechischsprachige. Und was ganz witzig ist, die haben da zum Beispiel eine gotische Kirche, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, die sie dann, wo sie dann so zwei Muezzin-Türme draufgesetzt haben. Also du siehst die gotische Bauform und innen drin ist aber eine Moschee. Und das ist irgendwie, eigentlich ist es ein ganz cooles, also wenn man jetzt mal alle politischen Sachen außen vor lässt, so ein ganz cooles Konglomerat an, wie eine ökumenische Kirche, wo auch der Islam eben dann sozusagen seine Wurzeln der ursprünglich christlichen Kirche aufgesetzt hat und zumindest ein interessantes Bauwerk so in dieser Gesamtheit. Ja, ist ja bei der Hagia Sophia eigentlich auch so. Ja. Also in Südspanien, genau. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, genau, da haben die aus einer Moschee die Kirche gemacht. Wie heißt das noch? Ja, genau. Alhambra. San Sebastian. Nee, nicht, das ist nicht Granada. Nee, Alhambra, ist das die Alhambra? Nee, die Alhambra ist, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob die Alhambra da nicht auch Prost. Einen solchen Bau hat, aber ich habe einen anderen Ort im Kopf, fällt mir vielleicht gleich noch ein. Du hast was im Kopf? Ein bisschen. Ja, weniger im Kopf haben scheinbar viele Berliner und jetzt komme ich tatsächlich mal auf meinen letzten Silvesterartikel hier zu sprechen. Die Berliner Polizei, die wird ja sehr gelobt für ihre Social-Media-Strategie, die machen das echt geschickt und
auch wenn es ein trauriger Anlass war, die haben auch sehr viel Lob bekommen für ihre Social-Media-Begleitung dieses Terroranschlags beim Breitscheidplatz, weil sie da die Infos sehr gut gestreut haben und die Öffentlichkeit über diese Kanäle sehr gut erreicht haben. Ich verfolge das natürlich nicht ständig, aber jetzt hat es NTV hier mal aufgegriffen. Die haben auch die gesamte Silvesternacht in Berlin über Twitter kommentiert. Und das ist wirklich witzig, wie die dann teilweise über ihre Einsätze dort berichten und auch was dann da passiert ist und was Leute, also wie Leute in dieser Silvesternacht steil gehen. Also ich kapiere das immer gar nicht, dass diese eine Nacht dann so herausgenommen wird und dann flippen alle Leute aus. Und dann haben die zum Beispiel hier aus Charlottenburg berichtet, mehrere Jugendliche mit Schreckschusswaffen schießen auf alles in Charlottenburg. Ja? War dann so ein Tweet. Das setzt sich dann immer weiter vor. Da kommen ganz viele Tweets, wo Leute mit Schreckschusspistolen und Leuchtspurmunition durch die Gegend ballern, die ganze Nacht. Und dann endet das irgendwann, da schreiben sie Personen in Schöneberg mit ... unterwegs. Bitte ergänzen Sie selbst. Also, weil so viele Schreckschusspistolen und sonst was da schon berichtet wurden. Dann geht es weiter, Schlägereien und so weiter. In Gesundbrunn wirft eine männliche Person Flaschen auf Passanten vom Balkon aus. Oder in Charlottenburg kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Hierbei schlug eine der Damen der anderen eine Flasche über den Kopf. Also durchaus brachial. Oder ein Mann läuft mit einer Eisenkette durch Prenzlauer Berg und droht Passanten zu schlagen. Das stelle ich mir auch sehr geil vor. Ist vielleicht auch der furchteinflößende Wilhelmshaven. Man weiß das nicht so genau. In Mariendorf haben die Anruferin und ihr Ehemann nach einem Ehestreit Bissverletzungen. Die haben sich dann sozusagen nicht nur in die Haare gekriegt, sondern auch in die Zähne. Ja, ganz viel auch natürlich mit Raketen. Und das erinnert jetzt wieder an die letzte Folge, wo Kollege Ballermann sehr schön berichtete, wie er als Jugendlicher, wovon er sich heute distanziert hat, Matt in die Luft geschossen hat. In Gesundbrunn wird eine Bushaltestelle von 20 bis 30 Jugendlichen mit Böllern in die Luft gesprengt. Also so eine ganze Bushaltestelle haben die Typen weggeflext. Und in Schöneberg werden Raketen im rechten Winkel zu einer senkrechten Linie verlaufend verschossen. Das ist, hatten wir auch mit der Met-Rakete. Und finally, in Tegel haben drei Personen einen Briefkasten in die Luft gesprengt. So weit, so gut. Und dann haben sie hier in dieser Twitter-Nachricht ergänzt, die 90er haben gerade angerufen, sie wollen ihren Unfug zurück. Also sowas von der Polizei über einen offiziellen Kanal finde ich schon ganz cool, weil die dann auch einfach so zeigen, dass sie letzten Endes auch Menschen sind, ne, und auch so ein bisschen nahbar sind. Da gibt es auch ein Foto, was sie gepostet haben, wo sie um 0 Uhr mit alkoholfreiem Sekt dann kurz anstoßen und schreiben, macht mal gerade keinen Unfug, wir müssen auch mal ein Sekündchen anstoßen und so. Das ist schon, also ich finde die Strategie, soweit ich die jetzt hier einblicken kann, interessant, und ich glaube auch, dass das gut ankommt bei den Leuten. Ja, bestimmt. Da fällt mir noch ein, aus meiner Vergangenheit, mein lieber Klassenkamerad, der liebe Bernd, der ist auch mal auf die prima Idee gekommen, einen Briefkasten in die Luft zu jagen, um Silvester herum. Und natürlich genau den Briefkasten von unserem lieben Biologielehrer, dem leider mittlerweile verstorbenen Herrn Kleinau, echt ein Original. Und als dann die Schule wieder anfing, meinte Bernd dann zu Herrn Kleinau: Und Herr Kleinau, wie ging es Ihrem Briefkasten? Bernd! genau so schlau. Intelligenzbestie. Aber der hat es mit Humor genommen, das ist schon ganz cool. Ja, Humor ist eh das Beste, und ich finde es auch immer ganz, ganz erfrischend, wenn eben auch Staatsdiener oder irgendwie Leute, die natürlich eine wichtige hoheitliche Aufgabe da übernehmen, das Augenzwinkern nicht ganz vergessen und nicht zu bierernst werden. Ne? Also das hilft dann, glaube ich, schon bei der Rechtsdurchsetzung. Genau. Ja, wo wir schon gerade bei Technik sind und Staat und vielleicht auch nicht ganz so bierernst, hätte ich noch ein kleines Schätzchen. Soll ich? Natürlich. Ja, perfekt. Und zwar habe ich einen Artikel aus dem Spiegel. Und der lautet, hol das Stickchen, muss man ja genauer sagen. Auf den ersten Blick vielleicht etwas skurriler Artikel über Polizeihunde. Und wenn man eigentlich mal einsteigt, total logische Entwicklung. Und zwar diese Polizeihunde kennt man natürlich als Drogenhunde, als Spürhunde. So im klassischen irgendwie eine Täterspur ausschnüffeln oder irgendwelche Drogenfunde. Aber
wir leben in einer neuen Zeit, in einer digitalisierten Zeit. Alles passiert über Handys, viel über USB-Sticks, Tablets, Festplatten, Datenträger im Allgemeinen. Und es gibt tatsächlich, und ich hätte es ja echt nicht für möglich gehalten, es gibt mittlerweile tatsächlich Spürhunde für Datenträger. Gerade für kleinere Datenträger, da denkt man sich jetzt erstmal, geht's noch, ja. Aber das ist in der Vergangenheit schon bei mehreren Fällen wirklich relevant geworden. Zum Beispiel kommt es wohl häufiger vor, dass eben mittlerweile, zum Beispiel wenn man an Kinderpornografie oder ähnliches denkt, Datenträger eigentlich oder belastendes Material in sich tragen und diese Kraft dessen, dass sie ja sehr klein sind, auch leicht versteckt werden können bei Fußleisten und ähnlichem. Und da haben tatsächlich schon Diensthunde, die wenigen Diensthunde, die es gibt in dem Bereich, schon sehr nützliche Arbeit geleistet und haben auch tatsächlich schon zur Aufklärung von Straftaten beigetragen. Zum Beispiel hat nämlich der wohl bekannteste, prominenteste und erfahrenste deutsche Spürhund, nämlich Artus aus Sachsen. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das erinnert mich so an dieses Bild, was der Trump von diesem Hund getwittert hat, der den, wen hat er da, irgendwie den Terrorchef da zur Strecke gebracht hat, in dem Tunnel, wo er dann so ein heldenhaftes Porträt ist. Habt ihr das vor Augen, oder so einen deutschen Schäferhund? Das war bestimmt auch Artus. Das war Artus in Undercover. Der hat vielleicht auch einen Datenträger am Mann gehabt. Auf jeden Fall hat er zum Beispiel eben bei IS-Ermittlungen, hat er schon für das Bundeskriminalamt in Kiel 2 Handys geortet. In einem Mordfall in Rostock spürte er ein Telefon in einem Zementsack auf. Und im vergangenen Jahr hat er auch bei diesem Missbrauchsfall beim Campingplatz in Lückde. Ach, wo, ne? Das unter den Bohlen von diesem Mobile Home da, genau, irgendwie. Genau, das ist natürlich cool. Da hat er auch einen USB-Stick gefunden, diesmal da, allerdings in so einer Sesselritze. Ach so. Ja. Aber wahrscheinlich darf man das Tier eher nicht mit an den Flughafen nehmen. Also ich schätze mal, da ist er wahrscheinlich überfordert. Flippt da total. Aber jetzt mal, steht da auch irgendwie, wie die das machen? Weil bei vielen anderen Dingen kann man sich ungefähr vorstellen, dass er halt Geruchsproben nimmt, Drogen und so, da kann man die ja drauf trainieren. Aber Datenträger hat ja vielleicht gar keinen speziellen Geruch, oder vielleicht doch, und wir wissen es ja nicht, so kleine Elektronikteile oder so da drin. Tatsächlich, und das ist irgendwie auch wieder total, ja, finde ich irgendwie logisch. Und zwar haben ja diese, ja, gerade auch Handys, durchaus seltene Legierungen. Und die seltenen Erden. Ja, genau, seltene Erden. Und die hat man untersucht auf Duftgemeinsamkeiten und hat tatsächlich einen Duft gefunden, der all diesen Datenträgern, Handys und sowas gemein ist. Und zwar ist das Triphenylphosphanoxid. Ach, das ist genau das, was ich eben in deinem Apfelsaft gerochen habe. Ja, genau. Genau das. Aber da war das ja ganz stark. Das ist das sozusagen die Trainingsdosis für Artus und seine Freunde. Genau. Ja, und die nehmen jetzt eben diesen Duftstoff als Grundlage für die Ausbildung von Datenträger-Spürhunden. Und bauen jetzt auch werten jetzt mehrere Hunde eben zu solchen Datenträger-Spürhunden auf. So, dass man jetzt in der Zukunft auch beispielsweise seine Handy oder die Handys ausspüren könnte. Und da ist mir eingefallen, vielleicht könnte man sich auch privat mal so ein Ding anschaffen. Also bei uns so ein Ding, auch, so ein Hund oder was? Ja, bei uns suchen wir auch zu Hause regelmäßig das Handy. Und das wäre schon irgendwie ganz praktisch, ja. Naja, was ich irgendwie auch ganz nett fand, das Tier ist natürlich ein sehr, sehr hochwertiges Tier. Der kommt natürlich nur in den Genuss der feinsten Köstlichkeiten. Und er ist vor allen Dingen auch integriert in der Familie des Diensthundeführers. Also der lebt da echt zu Hause. Aber ich glaube, das ist immer so bei diesen Polizeihunden, ja, dass auch, sie eine, ja, sehr enge Bindung zu ihrem Herrchen haben. Also von daher kann man eigentlich nur sagen, Traumjob, Diensthunde, Schnüffelhund, Führer oder Schnüffelhund? Wärst du jetzt lieber der Führer oder der Hund? Nee, wenn ich ein Hund wäre, dann wäre ich gern Dienstschnüffelhund. Okay. Ne? Ich glaube, ich wäre gern ukrainisches Schwein. Ja, dass ich den ganzen Tag immer Pepsi fressen muss. Manche behaupten, ich bin das sogar, aber. Also nur weil es jetzt hier gerade um Hund geht, ganz schnell nur eine ganz kurze, kuriose Meldung noch aus der Weihnachtszeit. Ein Labrador, der musste notoperiert werden, weil der mehr als 30 Lebkuchen, die sein Herrchen gerade gebacken hatte, vertilgt hat, samt irgendwie so Schnürchen, die zum Aufhängen da dran waren. Also dem ging es plötzlich ziemlich schlecht und es war dann wohl auch offensichtlich, warum. Und dieses arme Tier musste tatsächlich 2 Notoperationen über sich ergehen lassen.
damit sein Leben gerettet werden konnte. Das hatten wir lustigerweise anfangs der letzten Episode, bei der du nicht dabei warst, haben wir genau das Thema gehabt, weil auch unser Familienhund ja ein kein Labrador, aber ein Golden Retriever ist und die sind einfach total verfressen. Und der hat ein Schokohaus gefressen und auch irgendwie Schokokeks und das verdreht denen dann irgendwie den Magen. Die vertragen das einfach nicht und daran kann die echt sterben. Also das ist, das wird denen dann, das Verfressene wird denen dann da immer zum Verhängnis. Aber da sage ich nur, wie der Herr, so ist Geschirr. Das war mir klar. Aber sterben ist noch ein anderes Stichwort, auch nur eine kurze Geschichte, die ich hier noch habe. Wir haben ja immer bestimmte Themen und noch irgendwie noch so gar kein Thema, was aber, finde ich, auch hier zur Pflicht werden sollte alle paar Wochen, dass wir auch mal irgendwie über das britische Königshaus berichten. Und hier im weitesten Sinne zumindest kam jetzt eine Meldung zu dem Unfalltod von Prinzessin Diana. Ah, das habe ich gesehen. Ja, die... also darüber macht man keine Witze. Also ja, wirklich, Karl-Heinz. Wann ist sie denn gestorben? 31. August 1997. Da war Karl-Heinz also noch mit Briefkastensprengen beschäftigt. Ja, genau, da hast du noch Briefkasten gesprengt. Mein Kumpel Bernd. Ja, Bernd Ballermann. Ja, und, nein, nicht Bernd. Und du hast feige Schmiere gestanden. Das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Nein, überhaupt nicht. Naja, von wegen. Ich war bloß bei der Stunde dabei, wo er das gesagt hat. Jedenfalls hat jetzt einer der Pathologen, vielleicht der einzige, weiß ich nicht, jedenfalls ein Pathologe, der Richard Shepherd, hat ein Buch veröffentlicht. Das heißt, der mit den Toten spricht. Das ist schon mal ein schöner Titel. Und der sagt, das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so ganz überraschend, wäre sie angeschnallt gewesen, hätte sie vermutlich nur ein blaues Auge und irgendwie eine gebrochene Rippe gehabt. Es ist nämlich so gewesen, sie ist nicht angeschnallt gewesen und vor ihr saß ihr Leibwächter, der Trevor Rees-Jones. So, und dann sind die da mit 100 Sachen vor den Brückenpfeiler ungebremst und Diana ist dann natürlich auf den vor ihr sitzenden Leibwächter quasi aufgedonnert, der angeschnallt war. Und dadurch, dass der angeschnallt war, ist der Aufprall für sie eigentlich nicht tödlich gewesen. Also sie ist ja wohl auch ansprechbar gewesen. Sie konnte sprechen und sich irgendwie kundtun. Und sie ist auch nicht als Erste in den Krankenwagen rein, weil die anderen, also zwei waren wohl sofort tot, aber ihr Leibwächter zum Beispiel schwerer verletzt war. Und dann ist sie erst später plötzlich bewusstlos geworden, auf dem Weg ins Krankenhaus, glaube ich, und dann bei einer Not-OP verstorben, weil was war passiert? Es war nur eine kleine Verletzung. Und zwar hatte sie einen winzigen Riss in einer Lungenvene. Und das ist, also er sagt hier eine kleine Thoraxverletzung, aber eine wesentliche Vene und sie ist einfach innerlich verblutet. Und das war dann im Krankenhaus nicht mehr widerlich hinzukriegen. Und hätte man das gewusst, schon am Unfallort, hätte man sie ohne weiteres retten können. Aber da sie noch so relativ verhältnismäßig gut drauf war, hat man da nicht die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Also es kommt wohl selten vor, ist hier der Fall gewesen und ja, so ist die arme Prinzessin Diana damals verstorben. Ja. Jetzt bin ich aber traurig. Ja gut, aber das ist so die besondere Tragik an solchen, generell an Unfällen, dass manchmal nur ein kleiner Wink des Schicksals darüber entscheidet, ob du überlebst oder nicht. Gab ja auch diese Geschichte in Südtirol, wo da der besoffene Typ die Jugendlichen oder jungen Leute totgefahren hat. Ich glaube, letzter Stand sind 7 Leute sind schon gestorben. Echt? Ja. Und eine Minute früher oder später in den Bus ein- oder ausgestiegen und nichts wäre passiert. Da wäre halt ein Idiot an dir vorbeigerast und du hättest vielleicht einen Vogel gezeigt, ne? Und hättest gesagt, hier, spinnst du eigentlich, hier so durchzurasen? Ja, das ist so dieses, so wie bei Lola Renn. Dieser, ne, schmale Grat, ne? Genau, wo einfach so... Der Busfahrer fährt vielleicht nicht noch über Gelb, sondern hält an Rot und kommt deswegen eine Minute später an die Unfallstelle und nichts passiert. Ja, jetzt sind wir alle ganz traurig. Ich könnte das noch weiter, Artikel noch weiter, können, noch weiter. Nee, wir können ja auch diese Trauer gerade ein bisschen auskosten. Auch so eine, eigentlich die Meldung um die Neujahrswende, die wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, Entsetzen über Brand im Affenhaus. Oh ja. RP Online, oh ja. Passt
auch nochmal zu Silvester, hat auch was mit Silvester zu tun. Da haben irgendwelche Leute im Umkreis von Krefeld sogenannte Himmelslaternen steigen lassen. Das kennt man aus dem asiatischen Raum. Die durch die warme Luft steigen die dann in empor und irgendwann kühlen die natürlich ab und senken sich dann irgendwo wieder nieder. Und die sind in Deutschland verboten. Sieht total toll aus. Sieht auch am besten aus, wenn man so über dem Wasser startet. Und am besten ganz viele. Daher kennt man es, glaube ich, auch als Tradition. Und in Deutschland sind sie seit vielen Jahren verboten. Das wusste ich gar nicht. Man kann sie aber trotzdem kaufen. Und das ist so vielleicht das Erste daran. Also natürlich sollte man sie nicht steigen lassen, wenn es verboten ist. Man kann sie aber bei Amazon und anderen, selbst bei real.de, da war jetzt die Nachricht, die haben es jetzt aus dem Sortiment genommen, nachdem das passiert ist, kann man die erwerben. Also offensichtlich ist der Erwerb erlaubt, nur das Benutzen eben nicht. Ist auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Und das Ding war auf dem Dach von dem Affenhaus gelandet. Da gab es keine Brandschutzanlage, die hätte wohl auch nichts gebracht. Und 30 Menschenaffen oder 30 Affen, unter anderem Menschenaffen, sind elendig verbrannt, relativ schnell. Und jetzt ist natürlich die große Diskussion über Schuld und so weiter und was macht man. Ja, unterm Strich muss man aber auch sagen, wir haben jetzt viel über Veganer geschimpft an der Stelle. Die regen sich jetzt natürlich auch auf, dass wenn 30 Affen verbrennen, flippt ganz Deutschland aus und ist unheimlich betroffen und dass jeden Tag Millionen von Tieren da geschlachtet werden. Ne? Das ist, also ich will damit nur sagen, so eine Meldung oder so ein Ereignis, das kriegt von so vielen Seiten eigentlich Gesprächsbedarf oder da gibt es an so vielen Seiten Gesprächsbedarf. Wenn man daran interessiert ist, kann man den auch durchgehen. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade in dieser ruhigen Weihnachts- und Silvesterzeit solche Vorkommnisse besonders viel Aufmerksamkeit kriegen, weil die Leute zu Hause sind, weil die Leute Zeit haben und das eben auch konsumieren können. Ja, oder weil die das instrumentalisieren für ihre Zwecke. Auch das. Absolut, bin ich voll bei dir. Am interessantesten zu solchen Artikeln sind oft die Kommentare. Also wir werden das ja hier verlinken. Schaut euch mal die Kommentare dann dazu an, wenn ihr auf den Artikel klicken solltet. Da zeigt eigentlich sich das ganze Meinungsbild. Ja, ich finde, also einen Aspekt kam ja noch gar nicht zur Sprache und das regt mich total auf. Das ist einfach die Lichtverschmutzung durch diese in die Luft gestiegenen Papierdinger, wo dann wahrscheinlich die ganzen Mücken und so drum rumkreisen und elendig verrecken. Das sollte auch noch thematisiert werden. Also das ist das Schlimmste. Also einmal A durch diese komische fliegende Papierlaterne und dann durch das brennende Affenhaus, wenn da die ganzen Motten drum rumschwirren und so. Ja, also ich glaube, ein großer Teil des Insektensterbens ist auf den Brand des Affenhauses zurückzuführen. Karl-Heinz, auf jeden Fall, du triffst wieder den Punkt. Nein, es ist schon in der Tat interessant, wer das alles für sich nutzt oder für Aufmerksamkeit für sein Thema nutzt. Aber was ich mich gefragt habe, ich meine, mir tun die drei, das sind ja vermutlich, ist ja noch nicht, die Feuerwehr muss ja ihren Job noch machen, aber vermutlich drei Frauen, die da die Laternen gestartet haben, wodurch es entstanden ist, die tun mir natürlich leid, weil es denen echt scheiße geht. Die wollten das natürlich auf gar keinen Fall. Aber habt ihr euch diese Laternen mal angeguckt? Ich habe mir mal in so einem Video auch angeguckt. Da brennt halt nicht irgendwie so ein Teelicht drin, ja, sondern da brennt schon richtig ordentlich eine Flamme, wie bei so einer kleinen Fackel. Ja. Und in einem Wohngebiet solche Dinger steigen zu lassen, ist nicht besonders schlau, sage ich mal. Ja, ich meine, wir haben eben über das Gehirn gesprochen. Also ganz ehrlich, an der Stelle braucht man das Gehirn nicht zu resetten. Da muss man es erstmal einschalten. Ja. Dann lässt man da nicht so eine Brandbombe in die Luft steigen. In der Tat, ob das jetzt verboten ist oder nicht, also da kann man schon durchaus drauf kommen, dass das keine so gute Idee ist. Bei der Berichterstattung wurden dann auch alte Fälle rausgekramt, die mir gar nicht mehr gegenwärtig waren. Vielleicht hatte ich es auch nicht mitgekriegt, wo auch schon in der Vergangenheit ganze Häuser oder zumindest Teile davon abgefackelt sind wegen dieser Laternen. Auch ein Junge ist wohl mal ums Leben gekommen wegen so einer Laterne. Also wenn man sich mal anguckt, was das für eine doch ordentliche Flamme ist, sowas stellst du dir noch nicht mal auf den Küchentisch. Und dann lässt du das in der Stadt steigen, dass das irgendwo auch mal runterkommen kann oder hängen bleiben kann. Also das ist ja eigentlich relativ naheliegend. Ein echtes Problem für mich ist auch, dass mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, wie das Spiel richtig heißt, was ich anfangs vorgestellt habe. Das heißt nämlich Pipi Party. Bei welcher Spülung spritzt das Wasser? Und damit das nicht hier im Bus passiert, ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen, weil ich muss auch zu einer Pipi-Party. Ja, alles klar. Das Bier, der Tee, all der ganze Sumps hier, der treibt wie Sau.
Ich danke euch für die Runde heute und ich glaube, wir haben wieder viele interessante Themen gehabt und können jetzt noch gemeinsam gerne eine Himmelslaterne ausschießen. Ausschießen ist gut, ja. Ja, tschüss ihr Lieben. Macht's gut. Au passe.